Kannst du ausschließen, dass die israelische Armee Kriegsverbrechen begangen hat? Soweit ich weiß, und ich bin da sehr involviert, ja. Was heißt Kriegsverbrechen? Sag mir, was Kriegsverbrechen heißt. Arye Shalicar, unter anderem Sprecher des israelischen Militärs. Du bist ja quasi Sprecher einer Armee. Da hast du ja quasi auch, habe ich von dem Sprecher des israelischen Außenministeriums gelernt, das ist ja auch quasi eine Propagandaaufgabe. Ihr haut eure Propaganda raus. Wie unterscheidet sich die dann von, sagen wir mal, Hamas? Ich weiß nicht, ob du ein Gefühl hast, dass ich Propaganda mache. Ich sage das, was ehrlich ich fühle auch. Aber du vertrittst ja automatisch eine Seite. Ich vertrete eine Seite, an die ich glaube. Eine Kriegsseite. Das Problem bei der Sache ist, dass keine dieser Gruppen sich als antisemitisch sieht. Es gibt gar keine Antisemiten mehr. Es gibt keine Antisemiten. Kennt irgendjemand hier jemanden, der jemals gesagt hat, ja, ich bin ein Antisemit und stolz darauf? Mir ist noch nie jemand über den Weg gegangen. Das ist jetzt irgendwo ist die Musikbox Ja, das war's, glaube ich. Das war's im ganzen Schalke. Ja. Du persönlich im Schicksal. Ich bin aber noch nicht fertig. Das interessiert in gar keiner Art und Weise. Sie sind ein offizieller Vertreter des Put it out. Yeah? All right. If you want to disturb, you better go. Sorry, I don't speak German. You need more English. Verbrechen Israels. Weil das ist Ihre Aufgabe als Mitarbeiter des israelischen Geheimdienstministeriums. Das ist Ihre bezahlte Continue to present the criminal apartheid regime. That's why. Criminal apartheid Zionist regime. Can you meet? In English, please. Will you follow him? Sure. Sure. Thank you. You can come back when we have a discussion. Arye Shalicar, אתה לא רק מאיים על אנשים, אתה גם משגרר מדינה נפשעת, מדינת אפרטהייד נפשעת, שמקיימת פשעים נגד האנושות מאז יום הקמתה. מדינה שקמה על בסיס של עליונות אתנית, טיהור אתני ופשע אפרטהייד מאז יום הקמתה. Not only a bully, he's not only threatening people, he's also a representative of a criminal apartheid regime, a regime that practices crimes against humanity since its very foundation. Please go outside. Okay? His boss, yes, we are the minister, Minister Katz, has outside. Threatened individual outside. Activists. Israel חייבת לבצע סיכול אזרחי ממוקד במנהיגות ומול פעילי ה-BDS. מה זה סיכול? באמצעות הפעלת היכולות המודיעיניות הגבוהות שעומדות לרשותנו, באמצעות גופי המודיעין שלנו. הזכיר שר הפנים את עומר ברגותי מראשי ה-BDS, הוא יעד מבחינת ישראל ומבחינת המשרד המודיעין שאתה ממונה עליו?
שמה הוא עשה? הוא יעד מבחינת ישראל או מבחינת משרד המודיעין שאתה ממונה עליו? פעם, אנחנו לא מדברים כאן על מאבק צבאי. לא, אמרת סיכול אזרחי ממוקד. His boss, yes, we are the minister, Minister Katz, has threatened individual activists, people who struggle for equality, freedom and justice. Why don't you stay and discuss with people? Because he's not a legitimate representative. He's a representative. Would you discuss a representative from South African apartheid? Or would you, or would you oppose that? Would you please? Would you discuss a slave owner? Or would you oppose slave ownership? The UN, he likes to talk to you. I am not here to talk to him. I'm here to oppose him. I'm here to oppose everything that he stands for. And you should be opposing that as well. This is not our way. You should be opposing that as well. He uses and abuses Judaism to justify his criminal practices. I'm also Jewish. I'm Israeli. Yeah. I'm Jewish. Yeah. And I oppose everything that he stands for. He is one of the greatest criminals out there. You are hosting him. If you wait half an hour, you can say what you want. I am not interested to talk to him. I will oppose him. You've talked to him. And you should oppose him as well. No. I talk to you. I talk to the audience. I talk to the audience. I do not talk to him. I fight him. Respect every opinion. I do not respect every opinion. No. I fight fascists, I fight Zionists, I fight all those who practice crimes against humanity. Then wait for it. And you should do the same. You should not accept criminal people like him representing a criminal regime. Er bringt den Punkt, dass nicht akzeptiert. Es gibt Meinung und es gibt Tatsachen und es gibt Verbrechen. Und das, was hier gerechtfertigt wird, sind Verbrechen. Und zwar unter dem Deckmantel von einer Diskussion über Antisemitismus. Und das ist einfach nur eine rhetorische Lüge. Nichts anderes. Irgendjemand hat hier Verbrechen begangen, in welcher Art? Auch zum Beispiel das Verbrechen der Apartheid. Darüber gibt es einen UN-Bericht. Ich habe ihn hier. Ja. Ja, so, das ist der UN-Bericht über Apartheid. Der ist von vor zwei Jahren. Ja. So, dann ist es einmal schwarz auf weiß. Israeli practices towards the Palestinian people and the question of apartheid. Das nennt man ein Verbrechen, denn Apartheid ist ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist eines von nur, glaube ich, drei oder vier Verbrechen überhaupt, dass solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit laut tituliert werden. Und deswegen sind wir und deswegen protestieren wir auch dagegen. Emran sagt, du bist doch auch in Deutschland aufgewachsen. Was sagst du dazu, dass die IDF andere deutsche Staatsbürger ermordet? Freut es dich, dass die deutsche Regierung dazu schweigt? Es gab eine deutsche Familie im Gazastreifen, die gestorben ist. Was heißt Kriegsverbrechen? Sag mir, was Kriegsverbrechen heißt.